auf! Wir trommeln heute für den Frieden! Ergeben Sie sich! Jeder, der sich dann bewegt, wird erschossen. Keine Diskussion. Es ist unsere Aufgabe, dies zu tun. Es geht voran. 9 Staaten sind bereits reorganisiert. Wenn das wegfällt, dann haben wir schon mal die halbe Hausarbeit erledigt. Qualitätsmanagement ist ein ganz wichtiger Aspekt. Eine Parterrewohnung im Berliner Wedding. Wenn es nach Bewohner Thomas Patzlaff geht, ist sie nicht Teil der Bundesrepublik. Ich gehe mal hier am besten so. Wir haben immer hier mein eigenes Völkerrechtssubjekt, meine Selbstverwaltung Thomas Patzlaff, ist also sozusagen mein Mikrostaat. Wobei der Begriff Staaten mag ich ja nicht so. Aber er muss natürlich eine Adresse haben, ist ganz klar. Dann haben wir die natürliche Föderation als globale Körperschaft, die hier treuhänderisch erstmal ansprechbar ist. Vor 4 Jahren beschloss der Messtechniker, ein Staat zu werden. Er schrieb eine Verfassung und teilte der Welt mit, es gebe nun ein Land mehr. Ich habe also die wichtigsten Ansprechpartnerkörperschaften auf diesem Planeten in Kenntnis gesetzt. Natürlich die Alliierten, diverse Botschaften, die in unserer Richtung ganz besonders interessant sind. Hier Schweiz zum Beispiel, die Engländer natürlich als Kolonialmacht Nummer 1 immer noch auf dem Planeten. Papst Benedikt war zu dem Zeitpunkt aktiv, denn auch der Regierende Bürgermeister, unser guter Wowereit. Das ehemalige Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 bestehe fort, so Thomas Patzlaff. Das habe er recherchiert. Nächtelang sitzt er vor dem Computer. Also wenn eine Sache wirklich aufwendig ist, dann geht das schon manchmal bis morgens so im Extremfall auch 6, 7. Und wenn dann die Sonne aufgeht, dann gehe ich ins Bett und schlafe noch ein paar Stunden. Gleich mehrere eigene Webseiten betreibt der Langzeitarbeitslose. Ja, ich habe ja nur als Harzer, in der sozialen Hängematte befindlicher Schmarotzer des Systems, habe ich ja eigentlich Zeit ohne Ende. Wobei, wenn ich mir genau betrachte, vom Arbeitsaufwand, dann mache ich hier einen Fulltime-Job. Ich hätte so ja Anspruch auf eine erweiterte Alimentierung, weil die Leistung, die ich bringe, ist Höchstleistung. Der 55-Jährige ignoriert konsequent jegliche Behördenschreiben. Fast täglich kommt Post. Zahlungsaufforderungen, Mahnbescheide, Briefe von Polizei und Staatsanwaltschaft. Das sind jetzt nur so die aktuellen Sachen, so vor ein paar Wochen, was sich hier ansammelt. Also die Stapel sind überall in der ganzen Wohnung verteilt. Ihr kriegt das ja nicht mehr abgeheftet. Weil das ist einfach mehr, als man technisch schafft. Weil ich muss ja alle Fälle dokumentieren. Der Verfassungsschutz Brandenburg bezeichnet Menschen, die dem Staat kündigen, als sogenannte Reichsbürger. In Beeskow will man heute Gerichtsvollzieher und Finanzbeamte über sie informieren. Wer ist tatsächlich schon mal sozusagen von Reichsbürgern betroffen gewesen? Sei es, dass sie ein Schreiben konkret auf dem Tisch hatten und bearbeiten mussten, Telefonanruf oder Ähnliches. Ja, das sind ja doch schon eine ganze Menge. In den Behörden werden Reichsbürger zunehmend zum Problem, so der Verfassungsschutz. Wir haben auch zum Beispiel Leiter von Finanzbehörden, von Finanzämtern, die auch konkret bedroht werden, die dann Schreiben auf ihren Autoscheiben haben, wenn sie dann abends nach Hause fahren wollen. Wir hatten auch schon den Fall, dass tatsächlich Schrauben abgeschraubt wurden von Autoreifen bzw. Felgen und die Finanzamtsleiterin es gerade noch bis nach Hause geschafft hat. Ein Vorfall, der die Verfassungsschützer alarmiert hat. Hinzu kommen die ellenlangen Protestbriefe, täglichen Anrufe und Beschimpfungen. Und nicht immer sind es nur einzelne Personen. Es gibt darüber hinaus aber auch mittlerweile Gruppen, die versuchen, diese ganzen Selbstverwalter zusammenzufassen, nochmal zu befeuern. Auf deren Internetseiten kann man sich auch entsprechende Dokumente, Reichsausweise runterladen. Die bieten dann auch entsprechende Plakate an, wie hier Republik Freies Deutschland. Das kann man sich sozusagen vor die eigene Haustür stellen. Diese Arbeitsgemeinschaft staatlicher Selbstverwaltung, Republik Freies Deutschland, wird von Peter Frühwald angeführt, ein ehemaliger Republikaner. Peter Frühwald hat uns in ein Leipziger Hotel bestellt. Ich habe Ihnen noch ein paar
Stunde lang mitgebracht. Der 54-Jährige will Geschichte schreiben. Dafür sei Leipzig genau der richtige Ort. Wir sitzen jetzt hier gerade in Leipzig auf historischem Terrain. Damals die Völkerschlacht bei Leipzig hat die Wende gebracht. Und damals hat ein deutscher Dichter, Theodor Körner, ja, etwas geschrieben, was ich jetzt mit symbolisch eigenen Worten wiedergebe. Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt. Aber wehe das Volk erwacht, dann gnade euch Gott. Die Wahrheit, meine Damen und Herren, sieht anders aus, als was man uns in 68 Jahren Märchenstunde, in 68 Jahren Verwirrungen in der Schule, an der Universität oder sonst wo gelehrt und gelernt hat. Statt der Bundesrepublik will Peter Frühwald ein deutsches Reich, bestehend aus kleinen Einzelstaaten. Also auf Unverständnis stößt man immer wieder, ist klar. Aber das hängt eben damit zusammen, weil die Leute unwissend sind. Und wenn dann der